da sind wir wieder mit einem neuen Familienimpuls für dich mit Tabea Lunghammer und Team F Beziehungshelden. Wisst ihr was? Diese Woche ist tatsächlich meine 16-jährige Tochter gekommen und hat gesagt: Mama, eine Sache habt ihr wirklich super hinbekommen. Also, natürlich hat mich das riesig gefreut und ich wollte aber auch gleich wissen, von was sie eigentlich redet. Und sie meinte: Mama, ihr habt das mit der Aufklärung, also mit der sexuellen Aufklärung, bei uns echt so gut gemacht. Was ich da von Klassenkameraden mitbekomme, boah, bin ich dankbar, dass ihr das so natürlich geschafft habt. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, was für sie so gut daran war und auch unsere anderen Kinder. Und die Antwort war: Das Besondere war, dass sie gefühlt schon immer über Dinge Bescheid wussten. Wirklich in so verschiedenen Abschnitten und altersgemäß. Also sie wussten irgendwie immer, dass es Mann und Frau braucht, damit es neue Kinder gibt. Sie konnten schon im Kindergarten die Geschlechtsorgane benennen mit dem Fachbegriff. Wenn wir tatsächlich bei uns in der Familie auch andere Wörter haben, um deutlich zu machen, das ist schon was Besonderes und was Privates. Das ist persönlich, aber es ist auch normal. Und wenn wir beim Arzt sind oder mit anderen darüber reden, dann heißt das eine Penis, das andere Vagina. Das sind so die offiziellen Begriffe. Ja, das war schon im Kindergarten. Und wir haben einfach früh angefangen mit ihnen Bücher zu lesen, vorzulesen natürlich am Anfang und haben da viel weggelassen. Und je nachdem, wie weit sie waren oder auch welche Fragen aufgekommen sind, hat man einfach darüber geredet. Also unsere Körper und die Sexualität und Verbundenheit war so praktisch permanent irgendwie da, ohne groß aufdringlich zu sein. Und unsere Kinder haben das eben positiv erlebt. Ich dachte, das teile ich doch direkt mal mit euch, weil ich euch da Mut machen will, das wirklich in die Hand zu nehmen und die Aufklärung nicht dem Kindergarten oder der Schule zu überlassen, zumal das heute sehr, sehr früh wirklich verbunden ist mit pornografischen Darstellungen und Videos. Und selbst wenn ihr so fit seid, um die Handys von euren Kindern davor zu schützen, wird es mit Sicherheit in der Schule Kinder geben, die alles auf ihrem Handy haben und wo die Kinder auch das ein oder andere sehen, was für sie komisch ist. Und dann ist es gut, wenn sie das einordnen können. Und in der nächsten Folge werde ich euch einfach ein bisschen erzählen, wie genau wir das gemacht haben, beziehungsweise die Bücher vorstellen, die wir dazu genutzt haben. Vielleicht ist ja die ein oder andere wertvolle Idee für euch auch dabei. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Möchtest du noch mehr Familienimpulse? Dann abonniere diesen Podcast und lass dich alle 14 Tage inspirieren.